So, wir haben in der Batteriewechselpause den zweiten Kern geschnitten, um die beide zusammenzukleben, benutze ich Uropor. Beide Seiten leicht einschmieren. Ganz kleinen Augenblick müssen wir noch warten. Ne? Der Klebefilm klebt noch. So, ich streiche meistens nicht ganz bis zur Nase, weil sonst das Uropor vorne immer aus der Nase rausguckt und dann beim Laminieren so eine kleine blöde Kante ergibt. So, was brauchen wir noch dafür? Wir brauchen die vorhin genannte Cutterklinge, eine Schablone, Kugelschreiber und einen guten Schlagplatz. Beim Zusammenfügen der beiden Teile sollte man darauf achten, dass man möglichst alles schön platt auf den Tisch drückt. Einmal kurz zusammen. Fertig ist schon unser Leitwerk. So, dann legen wir hier einmal unsere Schablone auf. Und wie ihr jetzt seht, macht es gar keinen Sinn, vorne eine runde Nase zu schneiden, weil da bleibt eh nichts von über. Eigentlich so gut wie gar nichts. In der Mitte nämlich etwas, nur ganz klein bisschen, was wir als Anhaltspunkt nachher für die Schleiferei nehmen. Einmal die Konturen aufzeichnen. Beim Schneiden darauf achten, das Cuttermesser sehr flach führen, vom Winkel her, zu steil, dann reißt hinten immer alles kaputt. So wie jetzt. Ich schneide die Kontur aus. Dann kurz die Nase, den Kugelschreiberstrich vor allem wegmachen. Den sieht man nachher immer nach dem Laminieren. Das sieht immer doof aus. Upsala. Das ist perfekt. Da die Endleiste jetzt schon sehr dünn ist, muss ich beim Schleifen ein bisschen aufpassen. Ich schleife immer zuerst die Unterseite. Das geht relativ flott mit dem groben Papier. Wichtig ist, dass der glänzende Anteil, wie hier, komplett weg ist. Weil nur dann das Harz sich vernünftig in die ganz kleinen Poren des Schaums einsickern kann. Wenn da noch diese Schmelzschicht drauf ist, ist das nicht gut. So, einmal hier vorne die Kante. Dabei ist es ganz gut, wenn man den Schleifklotz auf dem Tisch auflegt. Freihand wird am meisten nichts von. So, dann vorne an die Tischkante gehen. Und von vorne nach hinten schleifen. Umgekehrt rippelt die Kante auf. Und auch noch nicht ganz dünn schleift die Kante hinten, sondern erst von der Rückseite. So, hier fange ich auf dem hinteren Teil an, da wo in etwa die Scharnierlinie nachher vom Ruder liegt.
arbeite mich dann nach vorne. Also auch hier lege ich den Klotz so etwas schräg auf. Die Alternative wäre, wo ist der andere blaue Klotz? Man kann auch Klötze sich herstellen, die diesen Winkel schon haben und dann hier rumfahren, wenn man das noch nicht so gut beherrscht. Das heißt, ich habe hier einen vorgegebenen Winkel, den ich hier einfach anlege und zuschleife. So, jetzt wieder an die Kante legen, von dort ganz vorsichtig und jedes Mal, was wichtig ist, nicht hin und her, sondern hin, abheben, wieder ansetzen. Ja, das sieht natürlich jetzt bei mir schon relativ flott aus. So, einmal jetzt die Rundung der Nasenleiste formen. Da ist nicht mehr viel vonnöten. Dann den weichen Schleifschwamm nehmen. Einmal kurz das Leitwerk abschleifen. So, der weiche Schwamm hat den Vorteil, jetzt kann ich mein Profil nochmal eindrücken hier und wie ihr seht, hier bildet sich eine kleine Formnase. Kann ich wunderbar die Nasenleiste nochmal nachformen. So, nun kommt unsere Schuhbürste und wenn ihr jetzt gleich mal, vielleicht sieht man es gut, man sieht es kaum, aber man nimmt den Staub damit runter. Aber hier kann man das vielleicht eben sehen. So, hier habe ich natürlich gepennt. Hier habe ich auch so eine kleine Ecke reingeschliffen. Fällt nachher aber nicht so stark auf. So, mein Leitwerkskern ist fertig. Wie wir die Nasenleiste machen, zeigen wir im nächsten Video.